Arte hat eine Dokumentation zur israelischen Politik gemacht, Israel-Extremisten an der Macht. Diese Doku wurde mir schon von einigen Leuten empfohlen und entsprechend wollte ich sie mir sowieso ansehen. Aber ich wollte es nicht nur alleine machen, sondern wir machen das hier zusammen im Stream. Also, mir wurde gesagt, diese Doku solle gut sein, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich kritisiere ja häufiger mal die Öffentlich-Rechtlichen, also habe ich hier entsprechend keine so hohen Erwartungen, aber ich bin bereit, mich positiv überraschen zu lassen. Obwohl, keine hohen Erwartungen ist jetzt zu viel gesagt. Arte liefert ja schon immer mal wieder gute Dokus. Also sagen wir mal so, ich gehe unvoreingenommen hier ran, relativ. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Jerusalem, 28. Januar 2024. Seit 4 Monaten führt Israel im Gazastreifen Krieg. 5000 Israelis, vor allem Siedler aus dem Westjordanland, treffen sich zu einer großen Konferenz. Auf der Bühne stehen auch Regierungsmitglieder. Die beiden Hauptredner sind Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, und Finanzminister Bezalel Smotrich. Sie fordern die Wiederbesetzung des Gazastreifens, fast 20 Jahre nachdem Israel das Gebiet geräumt hat. Guten Abend. Ohne Siedlungsbau gibt es keine Sicherheit. Und ohne Sicherheit in den Grenzregionen zu den Palästinensergebieten, keine in ganz Israel. Ich habe x-mal gesagt, dass wir nach Gaza zurückkehren und es einnehmen müssen. Das ewige Volk wird mit Gottes Hilfe siegen. Wohl werden wir hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir können es überwältigen. Ja, dazu muss man sagen, der Gazastreifen gehört zu den dichtest besiedelten Flecken, die es auf dieser Erde gibt. Was macht man mit den bisherigen Bewohnern, wenn man da neue Siedlungen errichten will? Sie müssen ermutigt werden, von hier wegzugehen. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen und unsere Tora zu befolgen. Denn euch habe ich das Land gegeben, es zu besitzen. Es gehört seit jeher uns. Tod den Terroristen! Alle! Diese Abgeordneten rechtsreligiöser Parteien kommen Anfang 2023 an die Macht. Weil hier gerade ein krasser Vergleich im Chat kam, das ist ja, ganz normaler Ethnonationalismus. Also das ist die im Zionismus halt, also das ist der rechte Rand des zionistischen Mainstreams, den es immer schon gab. Also der Staat Israel wurde durch eine ethnische Säuberung, die Nakba, gegründet. Man hat die dortige Bevölkerung vertrieben. Und das fordern Smotrich und Ben-Gvir hier auch entsprechend für den Gazastreifen an dieser Stelle und perspektivisch natürlich auch fürs Westjordanland. Also das, ja, ich lasse die Doku mal weiterlaufen. Benjamin Netanyahu verbündet sich mit ihnen, um erneut Ministerpräsident zu werden. Während es im Nahen Osten Raketen hagelt, tanzen sie auf den Trümmern des Krieges. Diese Leute sind Endzeitideologen, Rassisten, Verbrecher. Sie wurden vom Inlandsgeheimdienst wegen ihrer Aktionen gegen den Staat überwacht. Sie wollen, dass sich der israelische Staat über sämtliche Gebiete erstreckt und die Araber von dort vertreibt. Ein Groß-Israel, eine weitere Annexion um jeden Preis. Obwohl sie kaum mehr als... Ja, und bezüglich Groß-Israel geht tatsächlich noch über die derzeitigen Gebiete, die Israel besetzt hält, und den Gazastreifen noch weit hinaus. Aber dass es keinen palästinensischen Staat geben darf, also dass Gaza und das Westjordanland, dass das israelische Gebiete sind, die man auch niemals wieder hergeben wird, das ist in der israelischen Rechten eigentlich Konsens. Also dass es einen palästinensischen Staat nicht geben darf. Das steht auch im Gründungsdokument des Likud. Dort steht ganz klar geschrieben, dass ein palästinensischer Staat eine Bedrohung für die Sicherheit Israels sei. Das hat der Likud schon in den 70ern formuliert, also lange bevor die Hamas gegründet wurde. Also so einen palästinensischen Staat, den versucht die israelische Rechte seitdem zu verhindern. Und Smotrich und Ben-Gvir, die haben dann noch
darüber hinausgehende Pläne, beziehungsweise versuchen diese Pläne, die in der israelischen Rechten sowieso Konsens sind, nochmal besonders aggressiv umzusetzen. Als 10% der Wählerschaft vertreten, ist ihre Macht nun groß. Lässt Netanyahu sie fallen, stürzen sie die Regierung. Lässt er sie gewähren, setzen sie ihre Agenda durch. Was wollen sie? Und wer sind die Chaosminister, gegen die viele Israelis auf die Straße gehen? Es sind ja nicht nur die zwei. Also diese ganze Regierung ist voll mit rechtsradikalen Ministern. Finde ich trotzdem interessant, wie die Doku hier gestartet hat, dass man hier einfach mal Ben-Gvir und Smotrich reden hört. Also das ist ja etwas, was in den sonstigen Nachrichtenberichterstattungen überhaupt nicht vorkommt. Da werden da meistens Ausschnitte von Netanyahu oder von Gallant gezeigt und da werden die beiden maximal erwähnt. Aber dass man jetzt mal hier gezeigt hat, wie die beiden reden und was und wie explizit sie ihre Forderungen machen. Also letztlich vertreten sie hier nur die Position, die die israelische Regierung sowieso hat. Also das ist dann doch schon interessant. So. Also im Französischen heißt das, oh Gott, ich kann kein Französisch, Minister des Chaos und in Deutschland Extremisten an der Macht. Also hier hat man, vermute ich mal, wie gesagt, ich kann kein Französisch. Hier hat man sich fürs Deutsche sogar den etwas krasseren Titel gesucht. Dezember 2022. Das offizielle Regierungsfoto feiert Benjamin Netanyahus Rückkehr an die Macht nach anderthalb Jahren in der Opposition. Er stützt sich auf eine Koalition, die in der Geschichte Israels noch nie so weit rechts stand. Neben seiner Likud-Partei gehören ihr mehrere religiöse und rechtsextreme Parteien an. Zwei Gesichter verkörpern diese radikale Wende. Bezalel Smotrich, Finanzminister, Chef der Partei Religiöser Zionismus, und Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, der die nationalistische Partei Jüdische Stärke anführt. Wenig später kündigt die Koalition eine Justizreform an, die das Pulverfass zum Explodieren bringt. Der Justizminister hielt eine Rede und die war ein Weckruf an alle. Er sagte: Wir werden die Kontrolle über die Rechtsberater der Ministerien übernehmen, die Kontrolle über den obersten Gerichtshof und über den Generalstaatsanwalt. Und er schloss diese schreckliche Rede mit den Worten: Das ist die erste Phase. Monatelang demonstrieren. Man muss dazu sagen, warum ist der oberste Gerichtshof in Israel so relevant? Israel hat keine geschriebene Verfassung, denn wenn Israel eine Verfassung hätte, dann müsste es festlegen, wo diese Verfassung gelten solle. Also es müsste entweder in dieser Verfassung schon so eine Art Groß-Israel-Projekt reinschreiben oder es müsste halt eingestehen, dass die Staatsgrenzen, die Israel aktuell hat, halt die Grenzen von 1967 plus ein paar kleine Eroberungen, also Ost-Jerusalem und die Golanhöhen sind. Das Westjordanland ist ja noch nicht offiziell annektiert. Deswegen hat Israel noch keine Verfassung, weil man halt auf weitere Eroberungen vorbereitet sein will. Millionen progressiver Israelis gegen die Reform, die sie als Staatsstreich betrachten. Das oberste Gericht ist die wichtigste Gegenmacht zu Regierung und Parlament. Die Opposition wirft Netanyahu vor, dem radikalsten Flügel seiner Koalition die Reform gewährt zu haben, nachdem er sie lange abgelehnt hatte. Da seit Jahren wegen Korruption und Machtmissbrauch gegen ihn ermittelt wird, sieht sie darin den Versuch, sich der Strafverfolgung zu entziehen. Die Galionsfigur der Protestbewegung heißt Chitma Bressler. Die promovierte Physikerin ist Politneuling und sieht eine direkte Verbindung zwischen der Justizreform und der Präsenz der extremen Rechten in der Koalition. Demokrat.
Ja! Dieser Umsturz unserer Justiz stützt sich auf die rassistische, faschistische Bewegung von Ben-Gvir und Smotrich. Menschen, die sich als überlegen betrachten, weil sie Juden sind. Jedem überlegen, der kein Jude ist, seine Religion weniger ausübt oder nach ihrem Verständnis kein Jude ist. Sie wollen das Land des biblischen Israels unter ihre Kontrolle bringen und der arabischen und palästinensischen Bevölkerung Israels eine undemokratische Politik aufzwingen. Diese Krise offenbart einen tiefen Bruch in der israelischen Gesellschaft. Auch das Lager der radikalen Rechten mobilisiert seine Anhänger, um die Reform um jeden Preis zu verteidigen. Die Fahnen sind die gleichen. Helft uns, Siedlungen Judäa und Samaria zu gründen. Judäa und Samaria, das ist die Sprachregelung der israelischen Rechten für das Westjordanland. Doch die politische Botschaft klingt ganz anders. Auf der Bühne spricht der neue Finanzminister Bezalel Smotrich zu den Massen. Also die Argumente der einen Seite, also hier von Smotrich, sind, wenn die Regierung etwas beschließt und das oberste Gericht, das ja nicht demokratisch legitimiert ist, das wieder einkassiert, weil es halt gegen geltende Gesetze verstößt, dann ist das undemokratisch. Denn die Regierung ist ja demokratisch legitimiert und das oberste Gericht nicht. Und diese Begründung ist zwar faktisch richtig, deswegen ist es auch blöd, hier mit dem Wort Demokratie zu argumentieren, wie die Physikerin das gerade eben gemacht hat. Eigentlich geht es hier um die Verteidigung des Rechtsstaates, nicht der Demokratie. Denn mit dieser Argumentation hat Smotrich grundsätzlich recht, aber eine Regierung, die nicht mehr durch irgendwelche anderen Gewalten eingeschränkt wird, die nicht mehr, also die machen kann, was sie will, die kann halt sehr schnell demokratische Prinzipien aufheben und dann die Demokratie perspektivisch abschaffen. Aber unmittelbar gibt es hier erstmal nur eine Verteidigung des Rechtsstaates. So, der Rechtsstaat ist tatsächlich etwas, was die Demokratie einschränkt, aber er schränkt die Demokratie ein, um sie langfristig zu erhalten, um sie langfristig zu schützen. Aber kurzfristig stimmt es natürlich. Also das oberste Gericht ist nicht demokratisch legitimiert, beziehungsweise hat eine geringere demokratische Legitimation als die gewählte Regierung. Bezalel Smotrichs Anhänger sind vor allem religiöse Siedler. Sie sehen im obersten Gerichtshof das Haupthindernis für die Annexion der besetzten Gebiete. Der oberste Gerichtshof hat die Macht an sich gerissen, um über sehr schwierige Themen zu entscheiden. Sie müssen einsehen, dass es den Herrn der Welt gibt. Das Volk Israels ist ein Volk der Tora. Ein Volk, das die Tora ehrt. Ein Volk, das den Herrn der Welt ehrt. Bezalel Smotrich ähnelt seinem messianischen Wahlvolk. Wie sie ist er der Ansicht, dass die religiösen Gesetze über den menschlichen Gesetzen stehen. Und wie sie verteidigt er den Siedlungsbau. Ja, wobei auch das in der israelischen Rechten völliger Konsens ist und in den anderen politischen Lagern in Israel nicht mal abgelehnt wird, sondern eher umstritten ist. Also egal, welche Regierung seit 1967 an der Macht war, der Siedlungsbau ging immer weiter. Also selbst nachdem Yitzhak Rabin in Oslo dieses Friedensabkommen unterschrieben hat, selbst danach ging der Siedlungsbau ungebrochen weiter. Also keine israelische Regierung ist den Palästinensern auf faktischer Ebene entgegengekommen. Journalistin Ruth Margalit beschäftigt sich schon länger mit dem Sohn eines orthodoxen Rabbiners, der in den besetzten Gebieten aufwuchs. Smotrich wuchs in den Yeshivas, den Talmud-Schulen der Siedlerbewegung, auf. Er war ein sehr intelligenter Schüler, der zum Anführer wurde. Seine Äußerungen waren oft sehr radikal, etwa, dass seine Frau auf der Entbindungsstation nicht neben einer arabischen Frau liegen darf. Er hat sehr extremistische Ansichten und einen entscheidenden Plan für den Sieg über die Palästinenser. Shalom. Diesen Plan erläutert er zwar. Er lächelt immer so. Also. 2017 in Werbeclips,
kurz nachdem er erstmals Abgeordneter geworden ist. Also, ich möchte den Arabern drei Möglichkeiten anbieten. Also, gemeint sind hier jetzt die Araber im Westjordanland. Erstens, das nationale palästinensische Bestreben aufgeben. Ein Wohnsitz. Warte. Also hier unterstellt er den Palästinensern jetzt, dass sie alle die Juden loswerden wollten, sodass das nationale palästinensische Bestreben beinhalten würde, die Juden loszuwerden, was schlichtweg nicht stimmt. Also auch da gibt es natürlich Extremisten, die so denken, aber das ist dort nicht Mainstream. Also die PLO hat das Existenzrecht Israels schon seit Jahrzehnten anerkannt, aber es hat ihr nicht genutzt. Und was er noch sagt, ein Wohnsitzmodell und kein Wahlrecht für die Knesset. Also er möchte quasi das Westjordanland annektieren und die Bürger, die dort leben, die palästinensischen, auch offiziell zu Bürgern zweiter Klasse machen. Aktuell befindet sich das Westjordanland noch unter Militärbesatzung. Deswegen hat die dortige Bevölkerung kein Wahlrecht für die Knesset. Smotrich möchte diesen Zustand jetzt insofern verewigen, dass die Palästinenser, die dort leben, auch weiterhin also dort leben sollen, kein Wahlrecht für die Knesset haben sollen und dieses Land offiziell zu Israel gehören soll. Also einem Großteil der Bevölkerung dort die Bürgerrechte wegnehmen. Das ist sein Plan. Wer sich nicht vom palästinensischen Nationalismus verabschieden und weiter Juden umbringen will, hat eine der folgenden zwei Optionen. Auswandern, wobei unser Land ihm übrigens helfen wird. Sprich, eine ethnische Säuberung. Zweite Option, erste Option, Apartheid. Das war ein verewigtes, rechtlich gesichertes Apartheid-System. Zweite Option, ethnische Säuberung. Naja, und wer den Weg des Terrors fortsetzt, also Widerstand gegen die illegale Besatzung, den bringen wir halt um. Und dann begann er, über eine Justizreform zu sprechen, die Israel seiner Ansicht nach bräuchte. Lange bevor die Netanyahu-Regierung das auf den Tisch brachte. Er gehört zu den ursprünglichen Schöpfern dieser Idee. Ja, also das oberste Gericht hat zwar nichts gegen die Besatzung des Westjordanlands, aber wenn die Zustände gerade im Westjordanland gerade gelten, wenn die auch für israelisches Staatsgebiet gelten würden, was Smotrich hier fordert. Also er fordert eine Fortsetzung der Militärregierung, nur halt in der Form, dass das Ganze halt annektiert wird. Also die Palästinenser hätten dann weiterhin keine Rechte, die dort leben. Und das Ganze würde dann auch offiziell zu Israel gehören. Da könnte es sein, dass das oberste Gericht da querschießt. Entsprechend ist es logisch, dass er das aus ideologischen Gründen dann gerne weghaben würde. Kind of drafters of these ideas. Bezalel Smotrich ist der Erbe einer Nation. Der lächelt auf allen Fotos und allen Clips immer so schön. Also irgendwie der freundliche Faschist von nebenan. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Als religiösen Bewegung, die 1967 nach dem Sechstagekrieg entsteht. Der Mann bezeichnet sich übrigens selber als Faschist. Den Titel habe ich ihm gerade nicht gegeben. Durch den Blitzsieg über die arabischen Armeen verdreifacht Israel seine Fläche. Die israelische Armee besetzt in Ägypten die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen, in Jordanien das Westjordanland und in Syrien die Golanhöhen. Was soll mit diesen Gebieten geschehen? Tauschmittel gegen Frieden oder endgültige Eroberung? Während die sozialdemokratische Regierung noch diskutiert, wie es weitergehen soll, hat eine Gruppe von Gläubigen andere Pläne. Für sie ist der Sieg ein Wunder und Zeichen der Erlösung.
Vor 1967 gab es eine Spaltung zwischen territorialen Maximalisten und eher moderaten Kräften. Doch damals kontrollierte Israel weder das Westjordanland noch den Gazastreifen. Das wurde erst nach dem Sechstagekrieg zum Problem. Die Anhänger von Rabbi Zvi Yehuda Kook sahen es als ihre Berufung an, ihre Ideologie in die Tat umzusetzen und im gelobten Land zu siedeln. In the promised land. Im Mai 1967, zwei Wochen vor dem Sechstagekrieg, hält Rabbi Zvi Yehuda Kook eine Rede, die seine Anhänger als Prophezeiung betrachten. Ich war damals dort. Als die UNO unser Land in zwei Teile teilte, fragte er, wo ist unser Hebron, unser Nablus? Was ihr gerade gehört habt, war palingenetischer Ultranationalismus. Also ein mythisch aufgeladener Nationalismus, in dem eine Gruppe behauptet, Gott oder die Vorsehung oder wer auch immer hätte ihnen ein Land versprochen, weil ihre Vorfahren dort vor ein paar tausend Jahren schon einmal gesiedelt hätten. Ohne sie haben wir in Israel keinen Fuß in der Tür. Und zwei Wochen später gingen wir nach Hebron und Nablus zurück. Sehr aufregend, prophetische Dinge ereigneten sich. Benny Katzover ist ein Pionier dieser religiösen Bewegung, die sich Gush Emunim, Block der Gläubigen, nennt. Er gehört auch zu den Gründern von Elon Moreh, einer der ersten ideologischen Siedlungen, 8 Kilometer von Nablus im Westjordanland entfernt. Die Regierung erlaubte keinem einzigen Juden, sich hier anzusiedeln. Wir nahmen den Boden ohne Genehmigung in Besitz. 1974 und 75 kamen wir 8-mal zurück. 7-mal wurden wir gewaltsam evakuiert. Danach wurde Rabin der Sache müde und wandte sich an Minister Shimon Peres. Er erlaubte unsere Ansiedlung hier in Elon Moreh. Die Bresche, die wir geschlagen hatten, ebnete der 500.000 Juden den Weg, die wir heute in den 300 jüdischen Siedlungen sind. Mit der Zeit nehmen die beanspruchten Flächen zu. Zu den 300 Siedlungen kommen von der Armee beschlagnahmte Gebiete, enteignete Agrarflächen sowie Straßen und Infrastruktur, die das Westjordanland immer stärker fragmentieren. Smotrich engagiert sich stark für seine Ideologie. Er hat einen guten Draht zu den verschiedenen Zielgruppen, die er bedient. Jerusalems Zukunft besteht darin, sich bis nach Damaskus auszudehnen. Bezalel Smotrich hat eine Maximalvorstellung vom gelobten Land. Sie umfasst die palästinensischen Gebiete, aber auch Teile von Jordanien, Syrien, Libanon, Irak, Ägypten und sogar Saudi-Arabien. Eine zwar radikale, aber in Israel öffentlich diskutierte Sicht. Itamar Ben-Gvir hingegen vertritt eine lange geächtete Ideologie außerhalb des legitimen politischen Spektrums. Naja, jetzt sitzt er in der Regierung, also es ist jetzt innerhalb Israels innerhalb des legitimen Spektrums. Also hier seht ihr, wie wichtig das Overton-Fenster ist. Solche Figuren wie Smotrich oder Ben-Gvir, die verschieben das Overton-Fenster systematisch in die von ihnen gewünschte Richtung. Das macht den Minister für nationale Sicherheit zur Zielscheibe für tausende progressive Israelis, die 2023 gegen die Justizreform demonstrieren. Er ist ein Rassist und Symbol für die Radikalität dieser Regierung. Er ist sehr radikal. Derzeit verstellt er sich ein wenig, indem er lächelt. Aber wir wissen recht gut, woher er kommt. Die Israelis kennen Itamar Ben-Gvirs Werdegang
weil er seit 30 Jahren ein Gesicht der extremen Rechten ist. 1993 unterzeichnen der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin und der Palästinenserführer Yasser Arafat das Oslo-Abkommen. Auf den Straßen schlägt dem Ministerpräsidenten monatelang Hass entgegen. Täglich ist er den Drohungen der radikalen Rechten ausgesetzt. Sie sind gegen dieses historische Abkommen, das die Gründung eines palästinensischen Staates einleiten soll. Vor diesem Hintergrund hat Itamar Ben-Gvir 1995 seinen ersten Auftritt. Er ist damals 19 Jahre alt. Einer seiner Komplizen habe den Wagen des Ministerpräsidenten attackiert und das Cadillac-Emblem abgebrochen, prahlt er vor einem Journalisten. Wenige Wochen später, am 4. November 1995, wird Yitzhak Rabin bei einer Friedenskundgebung von einem rechtsradikalen Attentäter ermordet. Itamar Ben-Gvir, der Vorsitzende der Partei Jüdische Stärke, stammt aus kahanistischen extremistischen Kreisen. Die Kahane-Bewegung hat nur eine Agenda: Rassismus gegen das arabische Volk. Sie fordert die Massenausweisung von Arabern aus Israel. Das ist ihr Kernziel. Hätten Sie mich vor 2-3 Jahren gefragt, wer Ben-Gvir ist, hätte ich gesagt, das sei so ein schlampiger Rabauke von der Sorte, die Palästinenser vertreiben und töten wollen. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass dieser brutale Schlaumeier, der wegen Terrorismus verurteilt wurde, der zuständige Minister für Terrorbekämpfung würde. Ja, was erwartest du, wenn man ein anderes Land für über 50 Jahre besetzt hält? Also dann bringst du genau solche Extremisten an die Macht und das immer weiter besiedelt und dann eine Siedlerbewegung schafft, die eben ein Interesse an der Verstetigung und Verewigung dieses Zustandes hat. Itamar Ben-Gvir also, wurde... Also der Mann da gerade ist nicht ganz unschuldig an den Entwicklungen, die wir heute sehen. Der war Premierminister in Israel. ...verurteilt, weil er einer radikalen, von den israelischen Behörden verbotenen Bewegung angehörte, der Kach-Partei. Jedes Jahr treffen sich ihre ehemaligen Mitglieder, um das umstrittene Erbe ihres verehrten Gründers zu verteidigen. Meir Kahane, ein Rabbiner amerikanischer Abstammung. Der einstige Sprecher der Bewegung, Itamar Ben-Gvir, hat hier viele Jahre lang Reden gehalten, so auch 2019. Wobei man bei Ehud Barak sagen muss, er war ein sehr moderater Premier. Also er war der Premier, der für den israelischen Abzug aus dem Libanon beispielsweise verantwortlich ist. Aber trotzdem, die Palästinenserfrage, die hat er nicht gelöst. Dass solche Leute wie Ben-Gvir in der Politik so eine große Rolle spielen, liegt daran, dass Israel das Westjordanland immer weiter besiedelt, dass dort ja, ganz viele völkische Rechtsradikale so eine Art Parallelgesellschaft aufbauen konnten und die bringen dann solche Figuren wie Ben-Gvir oder Smotrich mit in die Regierung. Das ist die logische Folge dieser Politik. Ja, es war ein Fehler, Rabbi Kahane abzulehnen, Araber raus, Araber raus. Meir Kahane gründet Ende der 60er Jahre in New York die Jewish Defense League, die den Antisemitismus mit Gewalt bekämpfen will. Nachdem er vom FBI wegen illegalen Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoff verhaftet wird, geht Meir Kahane 1971 nach Israel, wo er seine Kach-Partei gründet. 1984 wird er ins Parlament, die Knesset, gewählt und vertritt dort seine Hauptforderung: die Abschiebung aller arabischen Bürger aus Israel. I want the Arabs out, 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 out. Jedes Mal, wenn Kahane in der Knesset eine Rede halten wollte, verließen Ministerpräsident Yitzhak Shamir, ganz klar ein Mann der Rechten, und mit ihm einige Mitglieder seiner Fraktion das Parlament. Er war nicht bereit, sich damit abzufinden, dass ein Rassist in der Knesset eine Rede hält.
Seine Anhänger waren Neueinwanderer oder kamen aus den Randgebieten der Städte. Dort wurde er mit der Zeit immer mächtiger. Seine Ideen erinnerten an die populistische extreme Rechte Europas. Da geht es etwa um die Ausgrenzung von Minderheiten und die Deportation. Nenn mir eine politisch relevante Partei in ganz Europa. Okay, vielleicht außerhalb der Ukraine, vielleicht Spaß beiseite, aber nenn mir eine politisch relevante Partei in ganz Europa, die solche Ansichten vertritt, wie sie die israelische Regierung als Ganzes mittlerweile vertritt. Nenn mir eine einzige relevante rechte Partei in ganz Europa. Station nicht-jüdischer Einwanderer. Ich bin Noam Federmann. Ich war der Sprecher von Meir Kahanes Kach-Partei. Die derzeitige Demokratie ist problematisch. Rabbi Kahane sagte, wir haben hier ein Problem mit den Arabern. Sobald sie in der Mehrheit sind, werden sie uns töten. Wir müssen uns verteidigen. Und die Lösung heißt Ausweisung. Die Araber haben 22 Transfer, Länder. Transfer, das ist tatsächlich die bevorzugte Sprachregelung. Und die war unter den zionistischen Siedlern, jetzt für das ursprüngliche Staatsgebiet Israels, tatsächlich ab den 1930er Jahren Konsens. Also man wollte die Araber schon von Anfang an vertreiben, ursprünglich nur aus den Grenzen von vor 1967, die man halt im Unabhängigkeitskrieg von Israel erobert hat. Die Palästinenser nennen es Nakba. Und er möchte diese Lösung jetzt auf das gesamte Groß-Israel ausweiten, beziehungsweise auch die israelischen Staatsbürger, die einer arabischen Ethnie zugehören, die möchte er auch ausweisen und da hätte das oberste Gericht auf jeden Fall was gegen. Da müssen sie hin. 1988 verbietet das oberste Gericht die Kach-Partei wegen Aufstachelung zum Rassenhass. 2 Jahre später wird Meir Kahane in New York von einem in die USA eingebürgerten Ägypter ermordet. Nach seiner Ermordung blieb ich Sprecher der Kach-Partei, bis sie als Terrororganisation eingestuft wurde. Ich bin ein Terrorist. Ben-Gvir hat Meir Kahane nie kennengelernt. Die Gründer Israels übrigens. Also viele zionistische Führer, die wurden in den 40er Jahren von Großbritannien als Terroristen gesucht. Also auch das ist eine Konstante in der israelischen Politik. Dass die Terroristen von gestern die Staatsführer von heute sind. Also Ben-Gvir und Smotrich sitzen jetzt in der Regierung. Vor 40 Jahren wären die in Israel vielleicht noch als Terroristen gesucht worden. Jetzt hat sich das Overton-Fenster in deren Richtung verschoben. Jetzt sind es angesehene Politiker. Zu seinem größten Bedauern, er war zu jung. Doch er schloss sich kurz darauf der Bewegung an und verkehrte mit engen Mitarbeitern von Kahane. Itamar Ben-Gvir war noch sehr jung, als ich ihn kennenlernte. Ich überzeugte ihn, der Kach-Bewegung beizutreten. Er wurde ihr Sprecher, weil alle hohen Tiere im Knast saßen. Er war für die Jugend zuständig und wurde immer einflussreicher. Sie haben viele laute Demonstrationen organisiert. Er brachte Jugendliche dazu, mindestens einmal wöchentlich an seinen Aktivitäten teilzunehmen. Sie sollten Graffiti sprayen und Vandalismus betreiben. Die kahanistische Bewegung ist seit jeher ein Sammelbecken für gefährdete Jugendliche, Schulabbrecher und andere. Und Israels Demografie sieht übrigens so aus, dass es sehr viele junge und relativ wenige alte im Vergleich dazu gibt. Also die israelische Gesellschaft, die hatten für westliche Industriestaaten wirklich einmaligen Youth Bulge. Also deswegen gibt es auch viele junge Männer, die sehr viel Unsinn anstellen können. Also Gesellschaften, in denen der Anteil an jungen Männern relativ hoch ist, die sind politisch auch wesentlich instabiler und da können sich solche radikalen Bewegungen auch eher bilden. Andere Außenseiter. Sie sahen ihn als Autoritätsperson. Heute streitet er viele dieser Aktivitäten ab. Er wurde aber wegen dieser Arbeit angeklagt. Das gilt besonders fürs Westjordanland. Also
die dort siedelnden, die dortigen Siedler haben häufig sehr, sehr hohe Geburtenraten. Es gilt aber übrigens auch für die Palästinensergebiete. Dort sind die Geburtenraten auch sehr hoch. Also was auch politische Instabilität und den Aufstieg radikaler Gruppen fördert. Itamar Ben-Gvir hat 15 Jahre lang junge Kahanisten betreut. Einer von ihnen hat sein Schweigen gebrochen. Mein Name ist Gilad Sadeh. Ich wuchs in Kiryat Arba auf und wurde als Kahanist erzogen. Ich stand Ben-Gvir sehr nahe. Er war für mich fast wie ein älterer Bruder. Als Adoptivsohn eines engen Mitarbeiters von Meir Kahane hat Gilad Sadeh lange dessen radikale Ideen vertreten. Heute hat er mit dieser Ideologie gebrochen und lebt in Europa. Doch seit Itamar Ben-Gvirs Ernennung zum Minister warnt er vor der Gefahr, die von dem Rechtsextremen ausgeht. Als Grundschulkind habe ich für ihn Hassschriften gegen Araber geschmuggelt, weil Kinder nicht kontrolliert wurden. Ben-Gvirs Charakter ist sehr interessant. Er ist einerseits sehr nett und freundlich, aber wenn ihm jemand Ärger macht, wird er zum Tyrannen. Sie wollen ihre Ideologie bekannt machen, indem sie für Aufsehen sorgen und provozieren. Manchmal sagen sie, es ist was passiert, wir müssen etwas unternehmen. Als Teenager mit 13, 14, 15 Jahren bin ich nachts losgezogen, um palästinensische Autos zu verwüsten. Ich habe Reifen aufgeschlitzt und Scheiben eingeschlagen. Und jemand anderes, zum Beispiel Ben-Gvir, hat das in den Medien veröffentlicht. Das war während der zweiten Intifada. Ich hätte leicht erschossen werden können. Ich war noch ein Kind und wusste nicht, was ich tat. Das war totaler Wahnsinn. Crazy. Ein Drama illustriert die Faszination der Kahanisten für die Gewalt. Im Februar 1994 betritt der Arzt Baruch Goldstein, ein Gegner des Oslo-Abkommens, die Moschee am Grab. Ja, das wird jetzt wichtig. Der Patriarchen in Hebron. Kaltblütig erschießt er 29 betende Palästinenser, bevor er selbst getötet wird. Für die israelische Justiz ist Baruch Goldstein ein Terrorist. Für die Kahanisten, die ihn alljährlich an seinem Grab ehren, ist er ein Held. Baruch Goldstein wird für Ben-Gvir zu einer Art Mentor und Held. In seinem Haus hängt ein Porträt von ihm. Und an Purim verkleidet er sich als Goldstein. Ja, also wie viel deutlicher könnt ihr noch sagen, ich finde es okay, wenn Araber umgebracht werden? Oder ich finde es gut, wenn Araber umgebracht werden. Er erwähnt ihn, wann immer er kann. Ein Sommerlager für Jugendliche nennt er Baruch HaGever, Baruch der Mann. Baruch HaGever, זה קייטנה שמי שבא לכאן, אמור לצאת מהקייטנה הזאת, גבר. אנחנו באים בקייטנה הזאת ומראים לממשלה, מראים לשמאל, שהנה, לא הצלחתם לשבור אותנו. Itamar Ben-Gvir hat lange zu seiner Faszination für Baruch Goldstein gestanden. Noch 2019 hing das Porträt des Terroristen in seinem Wohnzimmer, wo es für eine israelische Dokumentation gefilmt wurde. Erst 2021 ist er im Zuge einer Entdämonisierungsstrategie bereit, es zu entfernen, um ins Parlament einziehen zu können. Um ins Parlament einziehen zu können? Nicht, dass der oberste Gerichtshof die Partei noch verbietet. Er mag das Porträt von der Wand genommen haben und sich geläutert geben. Seine Ansichten sind aber ganz offensichtlich. Während die Motivation für Itamar Ben-Gvirs militantes Engagement das Osloer Abkommen ist,
sieht sich Bezalel Smotrich durch ein anderes Ereignis ein Jahrzehnt später zum Handeln gezwungen. 2005 beschließt Ministerpräsident Ariel Sharon, ein Falke der rechtsgerichteten Regierungspartei Likud, einseitig den Abzug Israels aus dem seit 1967 besetzten Gazastreifen. Zu diesem Zeitpunkt leben in Gaza 8.000 Israelis in 21 Siedlungen. Die Armee wird eingesetzt, um sie zu vertreiben. Eine Entscheidung, die die Siedler vor den Kopf stößt. Sie fühlen sich vom Staat betrogen. Hey Hitler! Hey Sharon! Der damals 24-jährige Bezalel Smotrich wird mit vier Komplizen einige Tage vor den Ereignissen festgenommen. Der Inlandsgeheimdienst Shin Bet verdächtigt sie, eine gewaltsame Aktion zu planen. Ich heiße Dvir Karif und habe 23 Jahre lang beim Inlandsgeheimdienst gedient. Ich sollte radikale Aktionen der Hilltop Youth verhindern. 2005 gehörte ich zu denen, die Bezalel Smotrich festnahmen. Wir fanden sehr viele verbrannte Öl- und Benzinkanister und sogenannte Ninjot. Das sind zwei miteinander verlötete Nägel, die auf der Straße bei den darüberfahrenden Autos für einen Platten sorgen. Smotrich wurde 3 Wochen lang von Ermittlern vernommen. Was hat er gesagt? Das hat er gesagt. Mit ihm war nicht zu reden. Alle 5 schwiegen sich 3 Wochen aus und wurden entlassen. Für eine Anklageschrift muss man sein nachrichtendienstliches Material in Beweise umwandeln. Aber wir waren nicht bereit, unsere Quellen zu verraten. Bezalel Smotrich hat sich immer geweigert, über diese Verhaftung zu sprechen. Als er während der Proteste gegen die Justizreform im Sommer 2023 im Fernsehen auftritt, fragt ihn ein Journalist danach. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, dass wir ein Riesending verhindert haben. Meine Freude wäre größer, wenn wir hätten beweisen können, was Smotrich vorhatte. Dann wäre er heute weder Knesset-Mitglied noch Minister. Wer weiß. Also Ehud Barak hat ja noch gesagt, er hat es über Ben-Gvir gesagt, dass... Das ist dieser Rabauke, der am liebsten die Palästinenser vertreiben möchte. Das ist irgend so ein Radikaler, ich hätte vor 2, 3 Jahren selbst nicht geglaubt, dass der irgendwie Minister für Terrorbekämpfung werden würde. Und jetzt ist Ben-Gvir Minister für Terrorbekämpfung. Also das geht schnell, wenn sich das Overton-Fenster verschiebt. Auch Itamar Ben-Gvir kämpft auf seine Weise gegen den Abzug aus Gaza. Er besetzt mit einer Gruppe von Jugendlichen ein leerstehendes Hotel. Sie zogen in das Palm Tree Hotel. Im Schlepptau hatten sie mehrere Teenager. In den Zimmern standen Gasflaschen. Sie waren kampfbereit. Das waren 14, 15, 16-jährige Kids. Sie hätten von Scharfschützen erschossen werden können, denn die Polizei befürchtete eine Explosion. Das geschah schließlich nicht, weil Ben-Gvir natürlich nicht anwesend war, als die Polizei das Gebäude räumte. Smotrich ist wesentlich gefährlicher als Ben-Gvir. Er hatte weitaus gefährlichere oder problematischere Dinge geplant als Itamar Ben-Gvir. Naja. Der Abzug aus Ich würde sagen, das Problematischste, was gerade passiert, also die problematischsten Dinge, die werden nicht von irgendwelchen Jugendlichen, die irgendwelche Anschläge planen, begangen, sondern die werden von Staaten begangen, die Kriege führen. Und genau das macht Israel gerade. Also die problematischsten Dinge, die Ben-Gvir und Smotrich tun, die begehen sie gerade, beziehungsweise die liegen wahrscheinlich noch vor ihnen. Gaza hat diese Generation... Also in Gaza über 40.000 Tote, im Libanon schon... Tausende Tote. Also in den letzten Jahren hat Israel sowieso immer wieder in Libanon und Syrien angegriffen, aber das ist ja in den letzten Tagen nochmal extrem eskaliert. Also
Ja, Israel will da gerade einen großen Krieg und Ben-Gvir und Smotrich sind da die treibenden Kräfte in der Regierung. Der radikalen Rechten, die jedes territoriale Zugeständnis als Verrat empfindet, tief geprägt. Auf seinen Versammlungen erinnert Bezalel Smotrich regelmäßig an das Ereignis. Mit dem Abzug beginnt auch der Rechtsruck des Likud, der historischen Partei der israelischen Rechten. Den Vorsitz übernimmt erneut Benjamin. Ja, Rechtsruck ist auch eine interessante, ist auch eine interessante Beschreibung. Der Likud ist sowieso schon das Sammelbecken der israelischen Rechten. Der Likud hat in seiner Gründungscharta schon ganz klar stehen, dass man keinen palästinensischen Staat will. Also das, was Netanyahu hier vertritt, das ist tatsächlich schon seit Ewigkeiten die Auffassung des Likud. Netanyahu, um ihn 2009 an die Macht zu bringen. Die verantwortungsvolleren, vernünftigeren, gemäßigteren, die an die Menschenrechte und Bürgerrechte glauben, all jene verließen damals den Likud. Und es blieben die ganzen Reaktionäre und Faschisten. Kurz nach der Räumung des Gazastreifens gründet die radikale Rechte zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, die Interessen der Siedler verteidigen. Bezalel Smotrich widmet sich der Frage des Grundeigentums. Er gründet Regavim, eine Organisation, die Ansprüche palästinensischer Familien vor Gericht anficht, um sie zu enteignen. Dabei werden oft aggressive Methoden angewandt. Michaels Fahrt ist... Gute Nachrichten, wir können zusammen die gesamte Dokumentation schauen. Also, ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht, ob wir die ganze Doku schaffen, aber wir schaffen die ganze Doku. Er ist ein Opfer dieser Praktiken. Er ist Anwalt mehrerer Menschenrechtsorganisationen. Durch ein Datenleck zwischen 2011 und 2013 gelangen vertrauliche Dokumente in die Presse der radikalen Rechten. Fast 3 Jahre lang wurden Privatdetektive auf meine Kanzlei angesetzt, um belastendes, kompromittierendes Material zu finden. Hinter diesen fast 3 Jahren privater Ermittlungen, die sehr kostspielig waren, steckte die Organisation Regavim. Das hat in meinen Augen mehr Sinn ergeben, denn wenn meine Kanzlei etwas tut, wovon ich denke, dass es die radikale Rechte stört, dann unser Einsatz für viele palästinensische Einzelpersonen, Familien und Gemeinden. Auch Itamar Ben-Gvir greift nach dem Recht und wird 2012 Rechtsanwalt. Er vertritt immer dieselben Leute, Kahanisten und sehr radikale Siedler wie die Hilltop Youth, die als Vorposten rund um die Siedlungen illegalen Aktivitäten nachgehen. 2015 verteidigt er einen radikalen jungen Siedler, der ein palästinensisches Paar und ihr Baby ermordete, indem er einen Molotow-Cocktail in ihr Haus warf. Ben-Gvir und Smotrich sind beide Juristen. Sie haben sich abgeschaut, wie man sich an der erhabenen Idee des Gesetzes vergehen kann, an der Idee der Gleichheit aller vor dem Gesetz, an der Idee eines Gesetzes, das für alle gilt. Sie verwandeln diese Idee. Naja, wobei das ja nicht ihre Idee ist. Und wobei das in Israel so ja auch nicht gilt. Also zumindest im besetzten Westjordanland gilt das ja auf keinen Fall. In ein Instrument der Tyrannei. Zunächst gegen diejenigen, die in den besetzten, gesetzlosen Gebieten keine Bürgerrechte besitzen, aber im zweiten Schritt auch gegen ihre politischen Kontrahenten. Im Laufe der Jahre entwickelt die extreme Rechte im öffentlichen Raum eine verschärfte rassistische Rhetorik gegen die israelischen Araber. Eine Sprache, die auch von der rechten Seite und der Mitte des politischen Spektrums übernommen wird. Ich heiße Amal Orabi. Ich bin Palästinenser und israelischer Staatsbürger, Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist. Dieses Viertel steht exemplarisch für die Geschichte der palästinensischen Bevölkerung und der palästinensischen Öffentlichkeit in Haifa und in Israel generell.
Es ist ein palästinensisches Viertel, in dem die wohlhabenden Palästinenser von Haifa vor der Nakba gewohnt haben. Die Nakba, arabisch für Katastrophe. So nennen die Palästinenser den Exodus nach der Gründung des Staates Israel. 150.000 Palästinenser blieben im Land und wurden israelische Staatsbürger. Heute sind es 2 Millionen. Sie fordern eine echte Gleichberechtigung, die Itamar Ben-Gvir ablehnt. Ich will eine echte Demokratie, in der allen Gleichberechtigung garantiert wird und in der wir alle am Staat teilhaben. Zudem bin ich nicht bereit, über die tiefgreifende Politik der Diskriminierung... Ja, er will ein Ende des zionistischen Projekts. Er will das Ende des Nationalstaatengesetzes und er will entweder ein Ende der Besatzung oder gleiches Bürgerrecht für Palästinenser in den besetzten Gebieten. Das wäre de facto ein Ende des zionistischen Projekts. Also das fordert er hier. Hinwegzusehen. Die radikale israelische Rechte will, dass Juden und Araber auf der Straße aufeinander losgehen. Allerdings ist es ein Fehler, lediglich Ben-Gvir die Schuld zu geben. Die israelischen Medien sind in erster Linie dafür verantwortlich, Ben-Gvir zum Rockstar gemacht zu haben. Tagtäglich stand Ben-Gvir jedes Fernsehstudio offen, in das er wollte. In Israel ist er in jedem Wohnzimmer regelmäßiger Gast. Sie haben das Verwerfliche getan und Rassismus zur Normalität gemacht. Sie haben die jüdische Überlegenheit zur Normalität gemacht. Das war ein langjähriger Prozess, der mit dem Nationalstaatsgesetz eingeleitet wurde. Als die Regierung ein Gesetz erließ, demzufolge Israel der Staat des jüdischen Volkes und nur des jüdischen Volkes ist, ohne dabei die Landesgrenzen zu definieren. Ja, aber das ist ja schon mit der Staatsgründung passiert. Das ist ja jetzt nicht mit dem Nationalstaatsgesetz gekommen. Also ich finde die Doku bisher gut. Kleines Zwischenfazit, ich finde die Doku bisher gut, aber es wird alle Schuld jetzt irgendwie den israelischen Rechten zugeschoben. Aber es ist die gesamte israelische Politik, die in diese Richtung drängt. Also einerseits mit der Staatsgründung, mit der Vertreibung der Palästinenser damals. Und dann als nächstes mit dem Eroberungskrieg von 1967. Also damit ist dieser Weg ja vorgezeichnet. Das Nationalstaatsgesetz wird... Und das waren auch zig sozialdemokratische Regierungen, die diese Politik betrieben haben, beziehungsweise sie zumindest nicht beendet haben. Also es gilt auch für Ehud Barak, der aber, wie gesagt, zumindest die Besatzung im Libanon beendet hat. Das kann man ihm, glaube ich, anrechnen. 2018 verabschiedet. Es erklärt Hebräisch zur einzigen Amtssprache, obwohl 20% der Bürgerinnen und Bürger Arabisch als Muttersprache haben. Es beansprucht das vereinte Jerusalem als Hauptstadt, einschließlich des 1967 eroberten Ostjerusalem. Und schließlich verleiht es allein den Juden das Recht auf Selbstbestimmung. Israel ist die Nation des Juden. Das ist die Nation. Das ist die Sprache. Das ist die Nation. וזהו הדגל שלנו. תחי מדינת ישראל. Die Reform verleiht der Ideologie der nationalistischen Rechten sakralen Charakter und spaltet die Gesellschaft. 2018 erlaubt Netanyahu zudem, dass Katar dieser 2007 in Gaza regierende Hamas direkt finanziert. Eine gefährliche Strategie der Spaltung. Das finde ich auch sehr gut, dass Sie das hier erwähnen. Den Ausschnitt hatte ich tatsächlich auf Twitter gesehen. Um die palästinensische Autonomiebehörde zugunsten der Hamas zu schwächen, obwohl diese von den USA und der EU als terroristisch eingestuft wird. Netanyahu ist in eine Situation geraten, in der er der Hamas mit Hilfe von Katar jahrelang Protektion zukommen lässt, in einem Umfang von 1,5 Milliarden Dollar. Die Hälfte davon wurde in die militärische Infrastruktur und den Bau der Tunnel gesteckt. In seinen Worten: Jeder, der die Entstehung eines palästinensischen Staates verhindern will, muss meine Haltung unterstützen und die Hamas finanzieren und stärken. Ja, ja.
Da hat Netanyahu vollkommen recht. Diese Strategie geht auch sehr gut auf. Die Argumentation ist dann, das sind Terroristen, mit denen kann man nicht verhandeln. Was nebenbei bemerkt eine Lüge ist. Die Hamas hat immer wieder versucht, mit Israel zu verhandeln. Die Hamas hat immer wieder angeboten, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Die Hamas hat der Regierung jahrelang Briefe auf Hebräisch geschrieben, wo sie anbietet, dass die Regierung erstmal die Herrschaft der Hamas in Gaza anerkennt und wo sie dann anbietet, mit der israelischen Regierung zu verhandeln. Aber die israelische Regierung hatte kein Interesse daran. Die israelische Regierung braucht die Hamas nicht als Verhandlungspartner. Die israelische Regierung braucht die Hamas als Vorzeigestrohmann, den man immer den westlichen Medien, also als Vorzeigeterroristen, den man immer den westlichen Medien vorzeigen kann, nach dem Motto, seht her, das sind Terroristen, mit denen kann man nicht verhandeln. Also mit den Palästinensern, den kann man nicht verhandeln, die wollen sie ja sowieso alle Juden umbringen. Dafür braucht die israelische Regierung die Hamas. Und deswegen ist es aus Sicht der israelischen Regierung sehr gut, dass im Westjordanland, dass man da die Fatah hat, die sich im israelischen Besatzungsregime eingerichtet hat, die bereitwillig mit den Israelis kooperiert und im Gazastreifen als, wie gesagt, Vorzeigeterroristen dann die Hamas macht, im Motto, mit denen kann man gar nicht verhandeln. Das verhindert übrigens auch, dass es eine palästinensische Einheitsregierung gibt. Also nachdem die Hamas im Gazastreifen bei den Wahlen die Mehrheit erhalten hat, hat Israel erstmal die Verhandlungen über eine Einheitsregierung zwischen Fatah und Hamas torpediert und danach die Fatah unterstützt, als sie versucht hat, gegen die Hamas zu putschen. Also das führte dann zu so einem kurzzeitigen palästinensischen Bruderkrieg, bei dem die Fatah dann aus Gaza rausgeworfen wurde. Also Israel hat die ganze Zeit versucht, eine Einheitsregierung zu verhindern, die Fatah im Westjordanland an der Macht zu halten. Beziehungsweise an der Macht ist zu viel gesagt, das befindet sich ja eh komplett unter israelischer Militärbesatzung. Und die Hamas im Gazastreifen. Teile und herrsche. Also eine sehr einfache und eine sehr, sehr effektive Strategie. Smotrich ist einer der wichtigsten Ideologen der Auffassung, zwei Staaten seien schlecht. 2015 sagte er, besser wir haben die Hamas auch in Gaza, als dass die Autonomiebehörde zurückkehrt. 2015 sagte er, besser wir haben die Hamas auch in Gaza, als dass die Autonomiebehörde zurückkehrt. Ja, 2015, ich wollte die Jahreszahl noch mal hören. Also das ist in der israelischen Rechten tatsächlich eine anerkannte Strategie. So funktioniert Machtpolitik. Also wenn euch irgendwer erzählt, die Hamas, das sind Terroristen, mit denen kann man ja gar nicht verhandeln. Wie gesagt, ist erstmal sowieso eine Lüge. Und zweitens ist das exakt die Strategie der israelischen Regierung, weil die israelische Regierung nicht verhandeln will. Und die Fatah, die schon vor Jahrzehnten, beziehungsweise die PLO, die schon vor Jahrzehnten das Existenzrecht Israels anerkannt hat, die kann man jetzt schlecht als Terroristen framen. Deswegen braucht man die Hamas, um halt auf palästinensischer Seite diese Terroristen zu haben, die man dann vorzeigen kann und wo man dann in westlichen Medien, vor allem in anderen Ländern, sagen kann, seht ihr, wir würden ja gerne verhandeln, aber leider, leider geht das nicht. Also mit diesen Terroristen, mit denen kann man ja nicht verhandeln. Ja, also die Smotrich hat es gerade gesagt, die Hamas, die ist für uns von Vorteil, da sie international nicht anerkannt wird. Die Autonomiebehörde, die wird anerkannt. Wegen der können wir auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof landen. Also ist die Hamas für uns eher von Vorteil. Also das ist eine sehr bekannte, sehr gut bekannte Teile- und Herrschenstrategie, die die israelische Regierung anwendet. Und in Israel scheint das ja auch klar zu sein. Also Smotrich, Netanyahu, die sagen das ja auch offen. Nur hier in Deutschland, da wird uns diese Geschichte erzählt von, ja, Israel wolle ja Frieden, aber die Palästinenser, die haben ja erstmal sich leider auf keine gemeinsame Regierung einigen können und dann sind da im Gaza noch diese Terroristen an der Macht, mit denen man ja sowieso nicht verhandeln kann. Man sagte, wie kann das sein? Die Hamas ist unser Feind. Mit der Autonomiebehörde gibt es Regelungen. Oslo, die Sicherheitsdienste. Würden sie nicht kooperieren, würde hier ein einziges Chaos herrschen. Von diesem Zeitpunkt an gerät... Ja, und Chaos ist von Vorteil, wenn man eine neue Herrschaft etablieren will. Wenn man die ganzen palästinensischen Gebiete ethnisch säubern will, dann ist Chaos sehr, sehr von Vorteil.
Das System Netanyahu. Du kannst eine ethnische Säuberung in Gaza, wo die Hamas sich ja durchaus stark wehrt, während Israel da gerade versucht einzumarschieren, deutlich besser rechtfertigen als im Westjordanland, wo die Palästinenser so gut wie gar keinen Widerstand leisten. Netanyahu aus den Fugen. Er wird wegen Korruption in 3 Fällen angeklagt. Immer mehr Menschen fordern öffentlich seinen Rücktritt. Mehrere Parteien der Rechten und der Mitte lehnen eine Koalition mit ihm ab. Zwischen 2018 und 2021 drehen sich 4 Wahlkampagnen um eine einzige Frage: für oder gegen Bibi. Um die Identitätspolarisierung zu verstärken, stützt sich Benjamin Netanyahu auf einige parteiische Medien und Stimmen der Zivilgesellschaft. Stimmen wie die des Intellektuellen Gadi Taub. Der Historiker. Bevor wir uns den jetzt anhören, nochmal zu einem Kommentar im Chat. Felix Fuchshase schreibt gerade, ich hoffe, Trump wird alle Konflikte in der Ukraine und in Israel rundherum beenden. Unwahrscheinlich. Also ein großer Krieg im Nahen Osten wird mit Trump sogar nochmal wahrscheinlicher. Trump ist ein enorm anti-iranischer Politiker. Also es geht ja in diesem ganzen Konflikt auf der großen Ebene letztlich nicht um irgendwelche kleinen Akteure auf palästinensischer Seite. Also dass das Groß-Israel-Projekt von der gesamten US-Politik unterstützt wird, das ist ja sowieso bekannt. Da hat ja auch die Regierung Biden nicht groß was gegen. Also die Regierung Biden sagt, dann macht man nicht zu schnell, wenn man jetzt in Gaza mal zu viele Zivilisten abgeschlachtet hat. Oder wenn man in Westjordanland offensichtlich gegen internationales Recht verstößt. Aber die Regierung Biden sagt nicht, stopp mal dieses ganze Projekt, sondern die sagt nur, macht mal langsamer. Also das wird Trump noch aggressiver unterstützen. Und wie gesagt, ein großer Krieg mit dem Iran. Der wird mit Trump wahrscheinlich. Also die Regierung Biden, die hat sich ja bisher gegen den Krieg mit dem Libanon gestellt. Könnte sein, dass sich das jetzt in den letzten Wochen geändert hat. Also deswegen sehen wir vielleicht diese neueste Eskalation. Israel beginnt keinen neuen Regionalkrieg ohne das Go aus Washington. Und mit Trump wird, wie gesagt, ein großer Krieg mit dem Iran wahrscheinlicher. Also zumindest war es in seiner letzten Amtszeit so. Trump ist ja verantwortlich für die Ermordung von General Soleimani, der maßgeblich für die Bekämpfung des Islamischen Staates verantwortlich war. Also ist übrigens auch witzig an der Stelle. Also ist auch eine Anekdote, die jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun hat, aber der General, der im Irak maßgeblich an der Bekämpfung des Islamischen Staates beteiligt war, nämlich Soleimani, wurde von den USA ermordet. Hassan Nasrallah, der Chef der Hisbollah, der vor allem in Syrien maßgeblich an der Bekämpfung des Islamischen Staates beteiligt war, wurde jetzt von Israel ermordet. Also Israel und die USA, oder kurz der Westen, ermordet die politischen Führer, die den radikalen islamischen Dschihadismus in der Region am stärksten bekämpft haben. Also der Westen tötet nicht die Dschihadisten, der Westen tötet die, die den Dschihadismus bekämpfen. Also dass der Westen auch den Islamischen Staat und Al-Qaida mit Waffen beliefert hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Dass Israel auch mit Al-Qaida zusammengearbeitet hat, nochmal eine andere Geschichte, aber das würde jetzt zu weit führen. Der der nationalistischen Rechten nahesteht, ist in den sozialen Medien sehr aktiv. In Europa stehen sich Patrioten und EU-Anhänger gegenüber. Wir haben unsere eigene Version. Einerseits die Nationalisten und Patrioten, einschließlich aller Religiösen, andererseits die extrem Progressiven, die eine Einstaatlösung wollen und dem Globalismus anhängen. Und das sind keine Patrioten? Genau. Im Frühjahr 2021 verliert Benjamin Netanyahu die Wahlen. Die Opposition bildet eine neue Koalition. Die Parteien der Linken, der Mitte und der Rechten, sowie erstmals in der Geschichte des Landes auch eine arabische Partei umfasst. Ein buntes Bündnis, das im Parlament nur eine Stimme Mehrheit hat. Noch während der Koalitionsverhandlungen kommt es im Mai zu Ausschreitungen in den gemischten Städten Israels, in denen Juden und Araber zusammenleben. Mitten im Ramadan erfasst die Gewalt das ganze Land. So wie hier in Bat Yam, wo ein Palästinenser live im Fernsehen gelyncht wird. Wow.
Itamar Ben-Gvir, der zum ersten Mal ins Parlament einziehen will, gießt weiter Öl ins Feuer. Er besucht das Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem, das einem Pulverfass gleicht. Dieser Stadtteil ist seit Jahren Gegenstand eines Rechtsstreits, mit dem jüdische Siedler palästinensische Familien vertreiben wollen. Ben-Gvir, ein eingefleischter Populist, ein Politiker, der gegen das Establishment kämpft, der von Recht und Ordnung spricht, benutzt das hebräische Wort Meschilut, staatliches Handeln. Er verspricht, Israels Handlungsfähigkeit gegenüber den Palästinensern und seinen eigenen arabischen Bürgern wiederherzustellen. Damit spricht er breite Teile der Bevölkerung an. Ben-Gvir wusste, was er sagen musste, um an die Macht zu kommen. Tötet nicht alle Araber, nur die Terroristen. Doch dann nannte er den arabischen Abgeordneten Ahmed Tibi einen Mechabel, einen Terroristen. Ja, wer Terrorist ist, das entscheiden wir. Wer Terrorist ist, das bestimmt immer die aktuelle Regierung. Ahmed Tibi wurde nie verurteilt, aber Ben-Gvir ist ein verurteilter Unterstützer einer terroristischen Vereinigung. Wie kann er da behaupten, dass alle Palästinenser Terroristen sind? Naja, er hat es ja fairerweise nicht über alle gesagt, sondern gerade nur über den einen anderen Abgeordneten hier. Itamar Ben-Gvirs Entgleisungen, ob auf den Straßen oder im Parlament, werden von dem arabisch-israelischen Abgeordneten Ayman Odi kritisiert. Der Polizeipräsident, der noch immer im Amt und Ben-Gvir unterstellt ist, hat gesagt, Ben-Gvir hat das Gebiet in Brand gesteckt und der will wie jeder Pyromane davon profitieren. Aber ich will Ihnen sagen, wer der Hauptschuldige ist. Benjamin Netanyahu. Er hat den gewalttätigen Diskurs in dieser Form in die israelische Politik eingeführt. Sie alle sind die legitimen Abkömmlinge dieses Ansatzes von Benjamin Netanyahu. Nach nur gut einem Jahr gelingt es Netanyahu, nun Oppositionschef, die Regierung zu Fall zu bringen. Ihm fehlen nur noch Partner für eine neue Koalition. Der Boykottwahn gegen Netanyahu ließ dem Likud nur eine Wahl, nämlich ein Bündnis mit allen Rechts. Der Boykottwahn. Extremen Kräften. Die Ultraorthodoxen und Ben-Gvir erkannten, dass diese Koalition den jüdischen Charakter des Staates vor unserer Version des Globalismus bewahrt. Nämlich ein nicht-nationaler Staat für alle Bürger. Sowohl Smotrich als auch Ben-Gvir wissen, dass er der stärkste Mann in Israel ist, der solche Koalitionen bilden kann. Aber sie vertrauen ihm nicht. Smotrich hat Netanyahu einen Lügner und den Sohn eines Lügners genannt. Ich habe gerade noch mal über die Aussagen von dem Mann gerade eben nachgedacht, was er da gesagt hat. Klingt ja jetzt erstmal nach einer legitimen Forderung, ethnisch definierter Staat, der nur für seine Bürger da sein soll, aber nicht für die ganze Welt. Also kein globaler Einheitsstaat sein soll. Also letztlich de facto wäre es dann ein an die USA angeschlossener Vasallenstaat. Also das ist ja das, was wie sage ich das am besten, was in der Realität dann tatsächlich
tatsächlich meistens vorkommt. Also dass da nicht Staaten abgeschafft werden, sondern dass einfach größere Mächte angeschlossen werden unter dann so einem Label, wir sind doch für alle da, wir setzen uns für Demokratie, Menschenrechte ein, uns geht es gar nicht mehr um die Interessen unserer Bevölkerung. Also da wird dann irgendeine Propagandaerzählung aufgemacht, um die Interessen einer fremden Großmacht zu befriedigen. Und da stellt er jetzt das Konzept des ethnisch definierten Nationalstaates entgegen. Das Problem in Israel ist, dass dieser ethnisch definierte Nationalstaat erstmal seine Grenzen noch nicht abgesteckt hat und dass er zweitens eine riesige Bevölkerung, die nicht der vom Staat vertretenen Ethnie angehört, besetzt hält. Das ist hier das Problem. Also ich glaube, viele Leute haben kein Problem mit ethnisch definierten Nationalstaaten. Also ich bin auch gegen das Konzept. Ich selbst bin kein Ethnonationalist. Aber das Problem in Israel ist halt, dass dieser Nationalstaat auch noch über andere Ethnien herrscht, die halt weg müssen, wenn man dieses Projekt umsetzen will. Das ist das Problem in Israel. Herr Brodjan schreibt es gerade, so vage wie möglich sein. Ja, er versucht das hier in die Tradition von europäischen Nationalismen zu stellen, die ja teilweise auch genug Unheil angerichtet haben in der europäischen Geschichte. Aber ja, das ist in Israel eben so, dass dieses Staatsprojekt noch nicht fertig ist. Also, dass da sehr viele ethnische Araber leben, die man erstmal vertreiben muss, wenn man dieses Projekt oder entrechten muss. Ich meine, man kann ihnen ja auch alle Bürgerrechte nehmen, wie Smotrich das vorschlägt, und sie zu Bürgern zweiter Klasse, also eine verewigte Apartheid einführen. Was wäre die zweite Lösung? Ethnische Säuberung oder Apartheid? Sie schlossen einen schriftlichen Vertrag. Es war klar, dass beide in seiner Regierung wichtige Ministerposten erhalten würden. Netanyahu wollte also gleich zwei Tiger reiten. Der charismatischere der beiden rechtsextremen Parteichefs, Itamar Ben-Gvir, geht auf Stimmenfang. Am 13. Oktober 2022 ist er in Sheikh Jarrah, dem zwischen Siedlern und Palästinensern umkämpften Stadtteil Ostjerusalems, um mit der Waffe in der Hand die Bedrohungslage hochzuspielen. Die Szene geht in den sozialen Medien viral. Viele der Jugendlichen, die für Ben-Gvir stimmen, genießen das Gefühl, Macht zu haben, einen Stock ins Getriebe zu werfen und aufsässig zu werden. Ben-Gvir symbolisiert für sie den Sheriff. Er hat keine Angst. Er ist ein echter Mann. Er wird es den Arabern schon zeigen. Einen Monat vor den Wahlen, während Netanyahu diese Koalition aufbaute, fragten ihn Journalisten, wird Ben-Gvir Minister? Und er sagte nein. Dennoch geschieht am Abend des 1. November 2022 das Undenkbare. Benjamin Netanyahus Koalition gewinnt 64 von 120 Mandaten. Der gemeinsamen Liste von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gelingt mit 14 Sitzen ein historischer Durchbruch. Beide wissen, dass ihnen die Türen zu den Ministerien nun weit offen stehen. Diese Gruppe hat beschlossen, Israel von seiner demokratischen, liberalen Vision wegzubewegen. Welche demokratische und liberale Vision? Danke an Dr. Lut für das Abonnement. Aber welche demokratische und liberale Vision? Die ist doch schon seit 1967 tot. Also solange es diese Besatzung gibt, kann es eigentlich keine dauerhafte Demokratie geben. Also es geht nicht, dass du einen relevanten Teil der Bevölkerung andauernd entrechtest bzw. vertreiben willst und gleichzeitig sagst, du würdest eine Demokratie einführen. Dann bekommst du eben sowas wie Israel. Du hast ein Staatsgebiet, wo noch demokratische Standards gelten. Dann hast du besetzte Gebiete, in denen die eben nicht mehr gelten. Also dann bist du ja keine vollständige Demokratie mehr. Beziehungsweise welche, also jetzt mal so polemisch gefragt, ist eine Demokratie, also
Wie demokratisch ist eine Demokratie mit Foltergefängnissen, mit zweigleisigem Gerichtssystem, wo die eine Bevölkerungsgruppe unter Militärrecht fällt und die andere eben nicht und die andauernd unter Kriegsrecht leben muss, weil sie andauernd Kriege gegen ihre Nachbarn führt? Also wie demokratisch kann so eine Demokratie überhaupt sein? Zu einer religiösen, geschlossenen, messianischen, autokratischen Gesellschaft. Im Geiste von beispielsweise Orban in Ungarn oder Kaczynski, der Polen regiert hat. Für seinen ersten Ortstermin am 3. Januar 2023 wählt der neue Minister für nationale Sicherheit, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig ist, den Vorplatz der Moscheen in Jerusalem, von den Juden Tempelberg genannt. Eine Wiederholung der Provokation, mit der Ariel Sharon im Jahr 2000 die zweite Intifada auslöste. Der Tempelberg gilt als drittheiligste Stätte des Islam, aber auch als heiligste Stätte des Judentums. Doch seit Israel ihn 1967 eroberte, dürfen Juden hier nicht mehr beten. Messianisten, die Itamar Ben-Gvir nahestehen, setzen sich regelmäßig über diesen politisch-religiösen Kompromiss hinweg. Der Minister wird seine Provokation innerhalb weniger Monate dreimal wiederholen. Dieser Ort ist mehreren Religionen heilig und deshalb ist es ein Pulverfass. Ein Besuch auf dem Tempelberg ist ein Barometer, mit dem Ben-Gvir die Höhe der Flammen bestimmen kann. Es ist eine äußerst provokative Aktion. Netanyahu kann Ben-Gvir aber eigentlich nicht entlassen, denn dann würde dessen Partei nicht mehr die Koalition unterstützen und die hätte keine Mehrheit mehr. Die Fähigkeit des Premierministers, Ben-Gvir Anweisungen zu erteilen, ist also begrenzt. Vor diesem Hintergrund wird den Radikalen klar, dass sie freie Hand haben. Nach der Ermordung zweier junger Siedler im Westjordanland starten 400 Siedler in der Nacht vom 26. auf den 27. Februar eine Strafexpedition in der palästinensischen Stadt Huwara. Sie setzen Dutzende von Häusern in Brand und greifen die palästinensischen Bewohner an. Die Bilanz: ein Toter und hunderte Verletzte. Es brodelt die ganze Zeit. Der Zorn nimmt zu und entlädt sich. Wir reagieren darauf. Aber warum kehrt keine Ruhe ein? Weil Smotrich, Ben-Gvir, Netanyahu und die ganzen Minister sich nicht trauen, den Begriff Terrorismus auszusprechen. Und so vermittelt man der Hilltop Youth: weiter geht's, hier habt ihr die Genehmigung. Smotrich bestreitet einen jüdischen Terrorismus. Dabei gibt es ihn sehr wohl. Bezalel Smotrich stellt sich hinter die Siedler, die für das Pogrom in Huwara verantwortlich sind. Einige Tage später. Das Dorf sollte von der Landkarte getilgt werden. Also nochmal meine Frage: Wie viel deutlicher muss man sagen, ich würde gerne alle Araber vertreiben? Also, wir hatten das bei Ben-Gvir schon. Wir hatten es bei Smotrich explizit schon. Er hat das immer wieder gesagt. Also, das ist folgerichtig, was er hier gerade sagt. Also, wie viel deutlicher muss man das bitte schon noch sagen, dass das hier in den deutschen Medien endlich mal ankommt? Da geht er bei einer privaten Veranstaltung in Paris noch einen Schritt weiter. Seine Worte lösen international Empörung aus. These comments were irresponsible. They were repugnant. They were disgusting. Sie betrachten sie als Politiker, die vor internationalem Publikum sprechen. Aber nein, aus ihrer eigenen Sicht legen sie das Fundament. Was man in Paris, London oder Washington über sie denkt, kümmert sie nicht. Der Protest im Land wächst. Er konzentriert sich auf die Justizreform, die Macht des obersten Gerichtshofs beschneiden soll. Start-up-Chefs, Hochschullehrer, Beamte, Sicherheitskräfte. Die Demonstrationen auf den Straßen werden Monat für Monat größer. Tausende Reservisten kündigen an, dass sie nicht zum Dienst erscheinen werden, wenn die Regierung ihre Pläne nicht aufgibt.
In den USA ist man beunruhigt durch die Entgleisungen der Regierung. It cannot continue on this road. And I've sort of made that clear. I hopefully the Prime Minister will act in a way that he's going to try to work out some. Es mischt sich die US-Regierung eigentlich in die inneren Angelegenheiten Israels ein. Ich dachte, das wäre ein souveräner Staat. Nein, Spaß beiseite. Wir wissen natürlich, dass das der engste US-Vasall in der Region ist und sich die US-Regierung da einmischen kann, wie sie will. Und das ist auch im Kontext dieses Krieges im Libanon und in Gaza sehr, sehr wichtig. Also alles, was dort passiert, passiert nicht gegen den Willen der US-Regierung. Also Israel kann keinen großen Krieg führen, ohne dass die US-Regierung dafür ihr Go gegeben hat. Also selbst wenn die Regierung Biden da versucht, bremsend einzuwirken, wenn sie wirklich etwas ändern wollte an der israelischen Kriegsführung, könnte sie das ohne Probleme machen. Die USA sind wichtigster Waffenlieferant, wichtigster Geldgeber von Israel. Israel ist komplett abhängig von den Vereinigten Staaten. Some genuine compromise, but that remains to be seen. Are you going to try and get Prime Minister Netanyahu to the White House, sir? No. Not in the near term. Anfangs hat Netanyahu den Amerikanern erklärt, er habe alles unter Kontrolle. Smotrich, Ben-Gvir seien junge Leute, er sei der ältere Staatsmann, der weiß, was er zu tun hat. Und dann finden die Amerikaner heraus, dass er es nicht steuern will oder kann. Damit verspielt er nicht nur die Einladung ins Weiße Haus, er büßt auch seine Glaubwürdigkeit ein, die Kontrolle zu haben. Inwiefern er sie zuvor hatte, bin ich mir nicht sicher. Kann Israel es sich leisten, die USA zu verprellen, die bislang ein unerschütterlicher... Israel verprellt die USA nicht. ...Partner waren? Monate später beweist die größte Tragödie in der Geschichte des Landes das Gegenteil. Marco, aber Herr Rubin! Die junge Frau, die hier schreit, ist die 21-jährige Maya Regev. Sie besucht am 7. Oktober zusammen mit 2000 Menschen das Nova-Festival im Süden Israels, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Gaza entfernt. Im Morgengrauen werden sie von palästinensischen Terroristen beschossen. 3000 Bewohner des Gazastreifens haben auf Befehl der Hamas die Sperranlagen zwischen der Enklave Gaza und Israel überwunden. Sie greifen überraschend alle benachbarten Orte an, darunter viele Kibbuzim. Fast 1200 Menschen sterben. 240 werden als Geiseln genommen, darunter auch Maya. Stundenlang sind die Israelis im Süden des Landes auf sich allein gestellt. Frauen wurden vergewaltigt und auch Männer. Babys wurden vor den Augen ihrer Eltern ermordet und Eltern vor den Augen ihrer Kinder. Menschen wurden aus ihren Betten entführt. Der Staat brach zusammen. Die öffentlichen Dienste versagten. Die Bürger waren gezwungen, alle Aufgaben zu übernehmen, die in Notsituationen Sache der Regierung sind. Unser Nachrichtendienst, das System, das vor Ort bei einem militärischen Einfall reagieren sollte, hat auf unglaubliche Weise versagt. Es hat etwas mehr als 24 Stunden gedauert, bis die israelische Armee ihre Funktion erfüllte und wieder zu sich gekommen war. Als Benjamin Netanyahu endlich öffentlich reagiert, erklärte der Hamas den Krieg, ohne ein Wort des Mitgefühls für die Opfer. Das Land ist wie betäubt und hofft, die Spaltung eine Zeit lang begraben zu können, um einen als existenziell empfundenen Krieg zu führen. Mehrere Oppositionsparteien schlagen vor, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, unter der Bedingung, dass Ben-Gvir und Smotrich abtreten. Netanyahu lehnt ab. Nur die Partei des Zentristen Benny Gantz, ehemaliger Generalstabschef der Armee, schließt sich der Koalition an. 8 Monate lang gehört er ihr an, bevor er zurücktritt.
Es war unser Glück, dass Biden rascher zur Besinnung kam. Er kündigte direkt an, uns Flugzeugträger zu schicken. Zudem kam er sehr schnell nach Israel. Eine außergewöhnliche Geste. Als Biden hierher kam, während Netanyahu noch verwirrt war, war eine der wichtigsten Botschaften in Richtung Iran und Libanon, zu Hisbollah zu sagen, don't, nehmt euch ihn ab. Ja, was heißt zu Hisbollah zu sagen? Die israelische Rechte wollte doch schon kurz nach dem 7. Oktober auch den Krieg gegen Libanon führen. Also, genau das meine ich. Auch jemand wie Ehud Barak, der sich gemäßigter gibt. Also er kritisiert vielleicht die Innenpolitik von dem Netanyahu, der kritisiert vielleicht die allzu expansiven Annexionspläne eines Smotrich oder eines Ben-Gvirs, aber die grundsätzliche Kriegspolitik, die kritisiert er nicht. Acht. Ihr habt es hier nicht nur mit Israel, sondern auch mit Amerika zu tun. Nehmt euch in Acht. Und das sieht, also diese grundsätzliche Versicherung sieht Israels Ermutigung, einen großen Krieg vom Zaun zu brechen, weil es weiß, dass die USA dann hinter ihm stehen. Es gab ja von Anfang an Spannungen mit der Hisbollah. Es besteht die Gefahr einer Ausweitung des Krieges auf den Norden, eines Krieges in der ganzen Region. Die militärische Reaktion der israelischen Armee ist massiv und brutal. Gazas Zivilbevölkerung gerät zwischen die Fronten. Der Krieg droht lang und mörderisch zu werden. Zehntausende sterben, darunter viele Frauen und Kinder. Hunderttausende werden vertrieben und mehr als die Hälfte der Opfer sind Frauen und Kinder. Ganze Landstriche verwüstet. Internationale Medien haben keinen Zugang zu der Enklave. Zivilisten dokumentieren das Leid in den sozialen Medien. So wie die junge palästinensische Vloggerin Bizan Ofda. Mit Entsetzen verfolgt die ganze Welt die Tragödie der Zivilisten in Gaza, während sich die Israelis auf ihre eigenen Traumata konzentrieren. Fünf Monate später hat die nationale Einheit Risse bekommen. Jeden Samstagabend versammeln sich Zehntausende Israelis auf dem sogenannten Platz der Geiseln vor dem Tel Aviv Museum of Art. Zu diesem Zeitpunkt hält die Hamas immer noch 133 Geiseln in Gaza fest. Gesichter, von denen die Israelis nicht wollen, dass die Welt sie vergisst. Fast alle Geiseln, die Israel frei bekommen hat, hat es durch Verhandlungen frei bekommen. Israel hat knapp 100 Geiseln für einen paarwöchigen Waffenstillstand frei bekommen. Bei diesen israelischen Militärschlägen sind übrigens schon viele Geiseln gestorben. Also auch schon kurz nach dem 7. Oktober, als die Geiseln noch in Israel waren. Auch das israelische Militär hat dort Geiseln angegriffen, weil das israelische Militär nach der Hannibal-Doktrin eigene Geiseln als Kombattanten betrachtet und damit als legitime Angriffsziele. Israel hat also versucht, die Zahl von Geiseln dadurch zu minimieren, indem es Geiseln getötet hat. Gesichter wie das von Carmel Gatt, die am 7. Oktober aus dem Kibbutz Be'eri entführt wurde. Mein Name ist Gil Dickmann. Ich bin der Cousin von Carmel Gatt, die nach Gaza entführt wurde. Am 7. Oktober um 10.30 Uhr morgens sind die Terroristen ins Haus meiner Tante und meines Onkels in Be'eri eingedrungen. Die erste, die die Terroristen sah, war meine Tante Kinneret, die ermordet wurde. Sie sah, wie die Terroristen ins Wohnzimmer kamen und bedeutete meinem Onkel, still zu sein. Mein Onkel flüchtete ins Badezimmer und durchs Fenster konnte er sehen, wie sie seine Tochter Carmel entführten. Das war das letzte Mal, dass einer von uns sie gesehen hat. Das letzte, worüber wir Gewissheit haben. Die Einigkeit der ersten Tage ist einer großen Wut bei den Familien der Geiseln gewichen. Ich
שאזרחי ישראל מסרבים לנרמל את המצב שבו אחינו ואחיותינו חטופים בעזה. In den ersten Tagen haben der Premierminister und der Verteidigungsminister angekündigt, dass der Krieg 5 Ziele verfolgt. Keines davon war die Befreiung der Geiseln. Smotrich ist der Finanzminister, aber auch Minister im Verteidigungsministerium, und er sagt am 7. Oktober abends im Sicherheitskabinett: Wenn ihr schießen wollt, schießt. Wir müssen in Gaza einmarschieren, ohne allzu sehr an die Geiseln zu denken. Die Geiselfrage stand nicht auf der Tagesordnung. Womöglich wollten sie ganz darauf verzichten. Der Protest der Geiselfamilien erobert schnell alle Orte der Macht. Ziel dieses Krieges ist es, Gaza unbewohnbar zu machen, um eine ethnische Säuberung durchzuführen. Nicht die Befreiung der Geiseln. Also da hat Smotrich schon ziemlich recht. Das passt zum israelischen Vorgehen in Gaza. Wenn Israel die Geiseln frei haben würde, dann würde es verhandeln. Die Hamas hat kurz nach dem 7. Oktober und die Freilassung aller Geiseln gegen eine Beendigung des Krieges und eine Freilassung palästinensischer Geiseln im Westjordanland angeboten. Also Israel hat tausende Palästinenser als Geiseln genommen, das muss man dazu vielleicht auch mal sagen. Angefangen beim Parlament. Hier trifft Gil Dickmann erstmals auf Itamar Ben-Gvir. Am 23. Januar 2024 beruft dessen Partei einen Ausschuss ein, um über einen Gesetzentwurf zur Verhängung der Todesstrafe für palästinensische Terroristen zu beraten. Einige Minuten vor der Debatte sah ich zufällig Ben-Gvir. Ich hielt dieses Plakat mit dem Foto von Carmel in der Hand und sagte zu ihm: Itamar, meine Cousine ist derzeit Geisel. Die Debatte, die Sie gleich führen, wird Ihr Leben gefährden. Bitte nicht jetzt. Er strich mir über die Wange und sagte: Ich tue es trotzdem. לא עכשיו, לא כשהחיים של היקירים שלנו, לא כשהחיים של היקירים שלנו על הכף, לא כשהחרב על הצוואר שלהם. אני חושב שעונש מוות מחויב כדי שלא יחזרו עוד אירועים. האם עכשיו זה הזמן? החוק הזה קרקס, זה קרקס על הדם, על הדם של החטופים, זה קרקס על הדם של אנשי המשפחה שלנו ושל בדודה שלי. כל כך הרבה כבר מתו במשמרת שלכם, כל כך הרבה. עונש מוות מחויב המציאות. זה מוסרי, זה הלכתי, זה נכון. לא עכשיו. עכשיו להחזיר את החטופים הביתה. תודה. תודה, גיל. בבקשה, ירדן. Als die Debatte zu Ende war, kam Ben-Gvir durch den halben Saal zu mir und umarmte mich fest. Ich sagte: Lass das. Da drückte er mich noch fester, gab mir einen Kuss auf den Kopf und sagte: Ich hab dich gern. Die Radikalen benutzen die Familien der Geiseln auf zynische Weise, um aus der größtmöglichen Katastrophe politischen Gewinn zu ziehen. Itamar Ben-Gvir spielt mit der berechtigten Angst der Israelis. Er nutzt die Gelegenheit, um ein Wahlversprechen einzulösen: die massive Bewaffnung von Zivilisten. Er erleichtert den Zugang zu Waffen. Und lässt zahllose Waffen verteilen. An wen verteilt er sie? An seine Leute, an Radikale. Diese Waffen werden eine... An, wie gesagt, völkische Rechtsradikale im Westjordanland, die dort tagtäglich Palästinenser vertreiben. Und die teilt man jetzt massenweise Waffen aus. Also warum? Eben weil man die Palästinenser von dort vertreiben will. Die Gewalt im Westjordanland, die eskaliert immer mehr. Und die eskaliert vor allem von einer Seite. Die israelischen Siedler und das israelische Militär zerstören immer weitere Dörfer. Also seit dem 7. Oktober wurde die ethnische Säuberung im Westjordanland beschleunigt. Katastrophe herbeiführen. Wir leben in einer Zeit, in der der Populismus weltweit Aufschwung erlebt. Es ist eine Welt, in der es Trump gibt, Orban, Bolsonaro in Brasilien. Wie ich dieses Wort Populismus hasse. Also ihr könnt doch nicht einen Orban mit einer Regierung vergleichen, die gerade eine ethnische Säuberung will. Also ihr könnt doch jetzt wirklich keinen normalen europäischen nationalkonservativen Politiker mit so einer rechtsradikalen Regierung wie der in Israel vergleichen.
Modi in Indien. Ben-Gvir ist ein Teil davon. Bezalel Smotrich, der für die Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten zuständig ist, geht ebenfalls in die Offensive. Während alle Augen auf Gaza gerichtet sind, kündigt er für Anfang 2024 den Bau von 3.500 neuen Wohnungen im Westjordanland, die Beschlagnahmung von 800 Hektar palästinensischen Landes durch den Staat und die Anerkennung von 68 neuen illegalen Siedlungen an. Ein Rekord für die letzten 25 Jahre. Das ist ja toll. Ja, aber Rekord, das sagt ja schon, dass es dieses Vorgehen die letzten 28 Jahre schon gegeben hat. Nur Smotrich treibt das jetzt besonders aggressiv voran. Also die Praktik des Landraubes, die ist im Westjordanland institutionalisiert. Also Smotrich verkündet das jetzt nur fröhlich in den Medien, während die bisherigen israelischen Regierungen das zwar gemacht haben, aber sich dann nicht damit gebrüstet haben. Smotrich ist also dazu... Wenn es keine Araber mehr gibt, dann stellen die auch kein Sicherheitsrisiko mehr. Da bestechende Logik. ...bereit, dass die israelische Gesellschaft dauerhaft auf Kriegsfuß lebt. Er denkt, dass man mit den Arabern nur eins machen kann, einen permanenten Krieg führen. In diesem Klima fühlen sich die radikalsten Siedler vor Ort im Westjordanland frei, völlig ungestraft zu handeln. So auch am 13. Oktober in At-Tuwani, südlich von Hebron. Der Palästinenser, auf den hier ohne Vorwarnung geschossen wird, heißt Zakaria al-Adra. Der Dorfbewohner forderte die beiden bewaffneten Siedler in Zivil und den Soldaten, der sie begleitete, zum Gehen auf. Er wird seine Verletzungen überleben. Seit Kriegsbeginn haben die Vereinten Nationen bis zum 3. April 2024 über 700 Angriffe durch Siedler registriert. Mindestens 17 Palästinenser starben, 400 wurden verletzt. Die Amerikaner senden eine klare Botschaft, gefolgt von Frankreich, dem Vereinigten Königreich. Also seit dem 7. Oktober wurden schon hunderte Palästinenser von Israel im Westjordanland getötet. Also es sterben sowieso jedes Jahr Dutzende. Das ist da auch schon Normalität. Aber das ist seit dem 7. Oktober, wie gesagt, nochmal besonders stark eskaliert. Und der EU. Sie verhängen Sanktionen gegen radikale Siedler, darunter auch Vertraute von Itamar Ben-Gvir. Ja. Eine symbolpolitische Maßnahme. Die Siedler haben normalerweise nicht große Vermögenswerte in Europa. Das sind, wie gesagt, völkische Nationalisten, die das Westjordanland besiedeln wollen. Also, wenn etwas helfen würde, dann wäre es Druck auf die israelische Regierung. Keine Waffenlieferung nach Israel, keine Geldzahlung an Israel. Das würde wahrscheinlich helfen. Also es geht jetzt gar nicht mal um Sanktionen, sondern es geht um ein international abgestimmtes Vorgehen, Israel zur Mäßigung zu zwingen. Die sanktionierten Leute sind nicht die radikalsten. Das ist eher eine Warnung. Kümmert euch um das Phänomen der Hilltop Youth, sonst bekommt ihr die rote Karte. Und das könnten dann Sanktionen gegen Ben-Gvir oder Smotrich sein. Die rote Karte kommt in Form eines Tonwechsels von Israels größtem Partner, dem US-Präsidenten. Am 8. März 2024 hält er seine jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress. Israel has a right to go after Hamas. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state. Ja, und das ist eine Illusion. Also das Westjordanland ist durchzogen von israelischen Siedlungen. Also das einzige Gebiet, wo es noch einen zusammenhängenden palästinensischen Staat geben könnte, wäre Gaza. Und da hat Israel jedes Verhandlungsangebot der Hamas abgelehnt. Also das ist nicht auf dem Tisch. Israel will keinen kleinen palästinensischen Staat. Israel will keine Kompromisse. Israel will die Palästinenser aus Palästina vertreiben. Oder sie sollte das nicht möglich sein, zu Bürgern zweiter Klasse machen, wie Smotrich das vorgeschlagen hat. Also da scheint die Regierung ja sehr pragmatisch zu sein. Joe Biden befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Wahlkampf gegen Donald Trump, bevor er im Juli als Präsidentschaftskandidat der Demokraten zugunsten von Kamala Harris zurücktritt.
Er verhandelt seit Monaten über ein Normalisierungsabkommen mit Saudi-Arabien. Netanjahus Weigerung, über einen Waffenstillstand zu verhandeln und die zügellose Gewalt der Anhänger von Smotrich und Ben-Gvir zu beenden, behindert seine Pläne. Innerhalb weniger Wochen verlieren... Das ist sicherlich auch eine Folge des 7. Oktober. Eine Normalisierung der Beziehung zwischen Israel und Saudi-Arabien ist jetzt erstmal vom Tisch. Wir die Unterstützung der freien Welt. Ein paar Wochen später verlieren wir die der liberalen Regierungen. Und zwei Monate darauf verlieren wir die USA. Wir wussten, dass es so... Also Ehud Barak überdramatisierte, also die Unterstützung der USA hat Israel nicht verloren. Also die USA und Deutschland sind auch grundsätzlich... Also die haben vielleicht so en Detail Kritik daran, dass die Politik im Westjordanland etwas zu aggressiv ist. Also wenn sich der Minister wussten, wie viel Land man denn illegal geklaut hat, wie viel Land man da in diesem Monat geraubt hat, wie viele neue illegale Siedlungen man da errichtet hat und wie viele illegale Siedlungen man wieder legalisiert hat im Nachhinein. Und wie viele, also, und dass, wie gesagt, hunderte Palästinenser gestorben sind, dann geht das den europäischen Regierungen und den USA etwas zu schnell. Aber grundsätzlich haben sie nichts gegen diese Politik. Sie hatten in den letzten 50 Jahren ja auch nichts dagegen. So kommen würde. Trotzdem hat Netanjahu es ignoriert. Israel musste in Gaza aktiv werden. Aber wir müssen eine überlegene moralische Position aufrechterhalten, die der Welt vermittelt. Aufrechterhalten. Also diese überlegene moralische Position kommt auch größtenteils nur von Propaganda. Die hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Vermittelt, dass wir im Recht sind, auch wenn wir gezwungen sind, mit Härte vorzugehen. Deshalb müssen wir uns jetzt entscheiden. Sagen wir Ja zu Ben-Gvir. Ihr besetzt illegal fremdes Staatsgebiet und vertreibt dort nach und nach die autochthone Bevölkerung. Ihr seid nicht im Recht. Also wie gesagt, die westliche Propaganda versucht es so darzustellen und bisher hattet ihr damit mehr Erfolg bis zu diesem grausamen Krieg, den Netanjahu da gerade in Gaza führt. Aber ihr seid nicht im Recht. Wir und Smotrich und Nein zu Biden und einem Deal mit den Saudis? Oder sagen wir das Gegenteil? Ein großes Nein zu Ben-Gvir und Smotrich. Also mich regen solche Leute, die einen auf gemäßigt machen, aber im Grundsatz die gleiche Politik nur halt auf Sparflamme fahren wollen, mich regen die noch mehr auf als ehrliche Radikale. Also Smotrich, der ist wenigstens ehrlich. Der tut nicht so, als wäre er im Recht oder würde sich in Völkerrecht halten. Der sagt, das ist unser Land, die Araber müssen weg. Oder sie müssen sich damit abfinden, dass sie keine Rechte haben. Das ist doch wenigstens ehrlich. Also Barak scheint ja auch nichts gegen die illegale Besatzung zu haben, die Grundlage für diese Politik ist. Wir sollten uns unbedingt für Biden entscheiden. Das hätten wir schon in der ersten Woche machen sollen. Der Einfluss von Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich auf die israelische Innen- und Außenpolitik ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis einer radikalen Rechtswende, die Benjamin Netanyahu eingeleitet hat. Für die Regierung spielt es keine Rolle, ob der internationale Gerichtshof die Präsenz Israels in den besetzten Gebieten für illegal erklärt oder ob die Gefahr einer direkten Konfrontation mit dem Iran besteht. Trotz des Krieges, trotz ihrer Angst... Die israelische Regierung will die direkte Konfrontation mit dem Iran. Das ist es ja. Also sie braucht dazu nur das Go der USA, die Unterstützung der USA. Demonstrieren die progressiven Israelis erneut, um sich der Regierung entgegenzustellen und eine Nachkriegsstrategie, die Freilassung der Geiseln und Netanjahus Rücktritt zu verlangen. Dennoch finden nur wenige, dass dieser Krieg zu weit geht. Werden sie letztlich das Ende der Besatzung und einen gerechten Frieden mit den Palästinensern fordern? Sicher ist nur, dass die beiden bösen Geister der radikalen Rechten und ihre Anhänger alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um das zu verhindern. Ohne internationalen Druck wird es keine... Ohne internationalen Druck wird es keinen gerechten Frieden mit den Palästinensern geben. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, obwohl hier steht noch der Text,
Kamel Gad wurde von ihren Entführern getötet. Am 31. August 2024 wurde ihre Leiche und 5 weitere tote Geiseln von israelischen Soldaten in einem Tunnel in Gaza gefunden. Dieser Film ist ihr gewidmet. Ja, ich glaube, das war gut, dass wir das nochmal vorgelesen haben. Ja, wenn Israel die Geiseln frei bekommen will, geht das nur über Verhandlungen. Ansonsten werden mehr Geiseln sterben, als man befreit. Sei es, weil die Hamas sie tötet, oder sei es, weil sie halt bei israelischen Luftschlägen sterben, das, was ja auch häufig genug schon passiert ist. Ja, ja, ihr habt's gehört, also ihr habt vorhin die Angehörigen der Geiseln gehört. Die sind teilweise absolut nicht begeistert von der, also von dieser aggressiven Kriegspolitik in Gaza, die das Leben der Geiseln eher gefährdet. Wie gesagt, durch Verhandlungen könnte man die Geiseln relativ einfach frei bekommen. In diesem Sinne, war jetzt kein leichtes Thema heute, aber bis zum nächsten Mal.